Hallo Leute, BuddeTV hier und willkommen zur Mechanik Task Büchsenmacher Teil 24 bzw. Gunsmith Part 24. Zuerst holen wir uns bei Peacekeeper 3 eine SR25. Anschließend tauschen wir den Handguard und zwar den CMMG MK3. Danach montieren wir den PRS-Schalldämpfer. Anschließend kommen wir zum Foregrip. Dazu brauchen wir zuerst eine 4,1 Zoll Schiene. Als Foregrip nehmen wir den SE5 und zwar den schwarzen, also nicht den hellen nehmen. Kommen wir zur Schulterstütze und dann nehmen wir die PRS Gen 3. Als Handgriff nehmen wir den PSG 1. Anschließend suchen wir uns irgendeine Schiene aus und darauf das Steiner DBAL PL. Danach das MPR 45. Darauf das FFWB. Und darauf dann das FF3-Visier. Wir wechseln auf ein 10-Schuss-Magazin. Zuletzt müssen wir noch das Flier-Thermal montieren. Hierzu gibt es auch einen Tausch. Das mit dem Zucker, bei den Zuckerpreisen aktuell, lohnt sich nicht. Was man sich überlegen könnte, ist bei Mechanik für 2 Iridium, 2x MGT und 3 MCBs. Bei Jäger Level 3 könnt ihr euch eine Seiger mit einem Flier Scope eintauschen, blende ich euch ein. So sieht die Waffe aus. Jetzt nur noch zusammenbauen und ihr könnt sie bei Mechanik abgeben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Schaut mir live auf Twitch zu. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.